Moderator Markus Lanz plauderte vor 16.000 Besuchern beim Creator Festival in Köln aus dem Nähkästchen und teilte Einblicke in seine TV-Karriere. Er sprach über sein härtestes TV-Jahr 2014, die Herausforderung als Nachfolger von Thomas Gottschalk bei Wetten, dasselbe und eine weniger vorteilhafte Begegnung mit Michael Wendler. Als der Schlagersänger 2009 Gast in seiner Show war, reagierte Wendler wütend auf einen kritischen Einspieler, den die Redaktion vorbereitet hatte. Er wollte das Studio verlassen, doch Lanz griff ein und klärte die Situation. Der Wendler lebt nun mit seiner Frau Laura Müller in den USA und wurde erst kürzlich Vater.